Ich will heute über eher die Folgen dieser Verträge eigentlich reden. Der Titel ist nicht ganz richtig. Und möchte Ihnen etwas über Vorkriegsrumänien sprechen. Auf dem Weg zum einheitlichen Nationalstaat. Über die neuen Provinzen, die sogenannte Vereinigung oder den Anschluss. In der rumänischen Geschichtsschreibung wird nur der Begriff Vereinigung benutzt. Wenn es um Siebenbürgen geht, wird über die große Vereinigung gesprochen. Aber wir wissen, dass es waren verschiedene Formen. Einige betrachten es als eine Vereinigung, andere als einen Anschluss. Auch die Form, in der diese Provinzen zu Rumänien gekommen sind, können unter beiden Gesichtspunkten gedeutet werden. Dann Rumänien bei der Pariser Friedenskonferenz. Und hier einige Worte über die Sicht des damaligen Premierministers Ionel Cebrătianu aus einer Politikerdynastie in Rumänien, die schon 1866 aktiv waren, als sie Karl von Hohenzollern gebracht haben, 1878 bei der Unabhängigkeit und jetzt 1918 mit Ionel Cebrătianu bei den Verhandlungen und danach. Die Fälle von den Provinzen, einige Worte über die Bukowina, über Siebenbürgen, wie das geschehen ist, die Nationalversammlung in Alba Iulia. Der Versuch, den Minderheiten, die jetzt zu dem neuen Staat kommen, zu dem erweiterten Staat kommen, eine Garantie zu geben mit dem Minderheitenvertrag und dann die Art und Weise, wie das neue Rumänien mit diesen Provinzen umgegangen ist und mit den Menschen, die in den Provinzen gelebt haben. Die Verfassung von 1923 und die sogenannten Reformen. Und zuletzt einige Worte, ich hoffe, ich meistere das, über die Art und Weise, wie sich Rumänien von, wie sich die verschiedenen Völkerschaften, die in diesem Land gelebt haben, ihre Position, ihre Stellung in der Region, in dem Land verändert haben. Und zwar von einer Minderheit in Siebenbürgen oder in Ungarn zu dem Staatsvolk und umgekehrt. Und dadurch werde ich dann auch versuchen zu erklären, warum die großen Spannungen entstanden sind und auch in irgendwelchen Situationen auch noch heute teilweise existieren. Nach dem Zusammenbruch der Habsburgermonarchie beteiferten Historiker der Siegermächte, besonders Nutznießer dieses europaweit herausragenden Ereignisses, die Monarchie in schwarzen Farben darzustellen. Und ich bin in einer Zeit sozialisiert worden, in der in den Geschichtsbüchern über die Monarchie nur negativ geschrieben worden ist. Und zwar mit Begriffen wie Völkerkerker, veraltetes und reaktionäres System, wirtschaftliches Scheitern, konservativ und so weiter. Diese Worte finden wir in allen Geschichtsschreibungen der Nachfolgestaaten, aber auch in den Stellungnahmen der Politiker, die gleich nach 1918 die Macht in der von der Monarchie verlorenen Provinzen übernommen haben. Für das Selbstbewusstsein der jungen Nationalstaaten war es eine Rechtfertigung ihrer, sagen wir, Rückständigkeit in gewissen Bereichen und eine Chance, sich den Sieg im Kampf für nationales Aufleben zuzuschreiben und daraus ein glorreiches Blatt zu machen. In Geschichtsschreibung, Literatur, Kunst, in der Filmindustrie hatte man nun einen Feind, den man ungehindert in negativen Farben und sich selbst glorreich im Kampf darstellen konnte. Doch wie neuere Geschichtsforschung und nicht nur neuere zeigt, hat diese negative Darstellung schon früher begonnen, in den letzten Jahrzehnten der Monarchie, selbst bei einigen Würdenträgern, die Lösungen suchten und die Monarchie als verkrustet, veraltet und reformfähig sah. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie aber, in einer fragwürdigen Anwendung der 14 Wilsonschen Punkten, entstehen neue Nationalstaaten oder andere vergrößern ihre Fläche und ihre Bevölkerung nicht nur mit Gleichnationalen, sondern auch mit Angehörigen anderer Nationalitäten, die eigentlich den Imperiumswechsel nicht in dieser Form wollten und die auch nicht darüber gefragt wurden, ob sie diesen Wechsel wünschen. Unter diesen Bedingungen entstehen eine Reihe von Nationalstaaten, die jetzt, Ironie der Geschichte, kleine multinationale Konstrukte sind, jedoch nicht die Erfahrung, nicht die Gesetzgebung, nicht über eine erfahrene und integre, über einen erfahrenen und integren Beamtenapparat verfügen, um mit diesen ihre nationalen Minderheiten korrekt zu behandeln. Und ihnen das Leben im neuen Staatsgefüge lebenswert zu machen. Auch wenn sie es gewünscht hätten oder von guten Absichten motiviert gewesen wären. Das kann man den Leuten nicht abschreiben. Und es folgt neben der Euphorie der Völker, die nun ihre nationalen Ideale, deren Konstruktion sie seit mehr als einem Jahrhundert durch ihre
von der in der Monarchie oder in Mittel- und Westeuropa geformten Eliten errichtet haben, die Stunde der Erkenntnis. Denn das, was die Monarchie im Laufe von Jahrhunderten ausgearbeitet hat, Gesetzgebung, Prozeduren, Verwaltung, Wirtschaft, Schule, Bildung, politische Vertretung, Lebensstandard, dies alles konnte nicht in einer Generation im Eiltempo nachgeholt werden. Noch ein Grund, die Monarchie wegen der eigenen Rückständigkeit anzuklagen. Und jetzt das Vorkriegsrumänien, die Nachbarn Rumänien, Sie sehen, vor dem Krieg, ja, also das Zarenreich im Osten, Österreich-Ungarn mit Siebenbürgen, Westen, Bulgarien und Serbien. Vor dem Ersten Weltkrieg war Rumänien ein junger Staat, entstanden durch die Vereinigung der Moldau und der Walachei, die zwei Provinzen nördlich und südlich, der Moldau und der Walachei, zwischen 1859 und 1861, unabhängig ab dem Berliner Friedenskongress von 1878, Königreich seit 1881, mit einer Verfassung seit 1866, die die Gewaltenteilung vorsah, in dem aber die Regeln des demokratischen Spiels oft originell gedeutet wurden. Bei den Wahlen zum Beispiel ist das öfters geschehen. International war es seit 1883 im Bund mit den Mittelmächten, um sich gegen Russland zu schützen. Mit dem Zweiten Balkankrieg aber hatte seine zweite territoriale Ausdehnung erlebt und den Süden der Dobrudja, hier diese Region, und den Süden der Dobrudja, eine Provinz, die Rumänien 1878 als Tausch für den Süden Bessarabiens bekommen hatte, in Besitz genommen, was zur Folge hatte, dass er sich von Österreich-Ungarn, mit dem es sowieso ein großes Problem hatte, die 2,5 Millionen Rumänen aus der ungarischen Reichshälfte, distanzierte, sodass es beim Ausbruch des Krieges, des Ersten Weltkrieges, seine Neutralität erklärte, trotz des Wunsches des alten Königs Karol I. auf Seiten der Mittelmächte in den Krieg einzutreten. Durch den Geheimvertrag vom 4. 17. August 1916 versprachen die Mächte der Entente, die Botschaft in Bukarest, Rumänien alle von Rumänen bewohnten Regionen der ungarischen Krone, das ganze Banat, die Biharer Gegend, die Marmarosch und Siebenbürgen anschließen zu können. Ein Separatfrieden war aber dementsprechend ausgeschlossen. Und Sie sehen hier die Provinzen, die man Rumänien versprochen hat. Ja? Also hier Siebenbürgen, das Banat, die Marmarosch-Gegend, die Biharer-Gegend, die Bukowina noch nicht, und Separat Bessarabien, die man damals noch nicht aushandeln konnte, weil Russland ja zu diesen Mächten, zu diesem Bündnis gehörte. Das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn hingegen versprachen Rumänien Gebietszuwachse auf Kosten Russlands, Bessarabien, wenn Rumänien auf Seiten der Mittelmächte in den Krieg einziehen würde. Vor dem, und hier sehen Sie in Handschrift das Abkommen, das die Botschafter der Entente in Bukarest unterschrieben haben, gemeinsam mit dem rumänischen Premierminister. Vor dem Krieg lebten in Rumänien ungefähr 6 Millionen Einwohner, 54% mehr als 1859. Und hier sehen Sie eine Karikatur, in der König Ferdinand zu Tisch sitzt und die Botschafter, die Vertreter der Mächte bieten ihm an, Bessarabien, Transsilvanien, Siebenbürgen und so weiter. Hier die Völker der Monarchie und hier Ungarn und hier Rumänien. Ja. Also es waren ungefähr 5.900.000 Einwohner im alten Rumänien, 54% mehr als 1859. Die größten Städte waren Bukarest und Iași. Nur 18,8% der Bevölkerung lebte in den Städten, der größte Teil, 81,2%, waren Landbewohner. Für 1899 wird noch verzeichnet, dass im Königreich Rumänien die Frage der Nationalitäten, schreibt der Autor, glücklicherweise nicht existiert und auch nicht existieren könnte. Wenn man die Staatsbürgerschaft in Betracht zieht, so lebten in dem damaligen Rumänien 5.500.000 Rumänen ungefähr und 265.488 Juden unter dem Schutz des rumänischen Staates. 5.800 Juden, fremde Untertanen sowie Untertanen fremde Mächte. Rumänien, das den Juden die Einbürgerung nach 1878 versprochen hatte, tat sich schwer, dies auch durchzuführen. Andere Minderheiten waren noch die kleine Gruppen von Türken, Tataren, Bulgaren, Russen, Griechen, Deutsche in der Dobrudja. Diese waren aber kleine Gruppen. Die Volkszählung erwähnte trotzdem noch die Changos und die Sekle in der Moldau, kleine Gruppen von Serben und Bulgaren. Obwohl die Volkszählung von 1899 die Nationalitäten nicht erwähnt, sondern nur die fremden Untertanen, kann man sagen, dass die Rumänen in dem alten Königreich Regat, wie die rumänische Geschichtsschreibung sie nennt,
insgesamt 921 von 1000 waren, davon aus religiöser Sicht 91,5% Orthodoxe. Während die fremden Untertanen 31,7 von 1000 der Gesamtbevölkerung bildeten. Rumänien und die rumänischen Behörden sollten also außer dem Umgang mit der jüdischen Minderheit oder mit der jüdischen Bevölkerung keine großen Probleme gehabt haben im Umgang mit Andersnationalen. Denn einerseits waren diese fremde Untertanen, denen nur gewisse Rechte zustanden, und andererseits waren diese Juden des Landes, die sehr integrationswillig waren, denen man aber trotzdem die Einbürgerung erschwerte, wenn nicht sogar verweigerte. Schauen wir nun, welches die Lage in den Provinzen der österreich-ungarischen Monarchie war, die Rumänien durch den Geheimvertrag von August 1916 von den Mächten der Entente zugesagt wurde. Das sind die Gebiete, die Rumänien wollen, und hier haben wir Siebenbürgen. In Siebenbürgen. Die komplizierteste Lage war in Siebenbürgen, wo im Jahre 1910 bei der ungarischen Volkszählung von den insgesamt 2,6 Millionen Einwohnern, 1,4 Millionen Einwohner, 55,8% Rumänen waren, die seit der Inbesitznahme der Provinz durch das Haus Österreich eine eigene kulturelle und politische Eliten hervorgebracht hatten, die die staatstragende und führende Rolle der Magyaren langsam, aber schrittweise in Frage stellten. Oft mit Unterstützung, diese Eliten gebildet, oft mit Unterstützung des Hauses Österreich, für das die Rumänen einen wahren Kult des guten Kaisers entwickelt hatten. In den Jahren 1785, während des Aufstandes von Horia, 1848 während der Revolution, gefolgt von einer großen Enttäuschung infolge des Ausgleichs von 1867. Hier lebten 909.000 Ungarn im Steigen gegen 1850, 231.000 deutsche Siebenbürger Sachsen, die hier seit dem 12. Jahrhundert lebten, 8,7% ungefähr, im Sinken mit 3%, und 2.300 Slowaken, Armenier und Roma. Juden erscheinen diesmal nicht wegen der Muttersprache, der nach der Muttersprache durchgeführten Volkszählung. Im Banat, die andere Provinz, die wir da haben, hier haben wir noch einmal eine, wo wir auch die jüdische Bevölkerung darstellen, mit 49.000, ja, dargestellt werden unter dem grünen Zeichen. Im Banat, die Provinz, die 1716/18 unter Habsburg kam und bis 1778 als Kronland Temischer Banat direkt von Wien aus verwaltet wurde, danach an Ungarn angeschlossen wurde, wieder 1849 Kronland wurde und nach 1867 wieder an Ungarn angeschlossen wurde. Hier lebten 1910 ungefähr 1,5, die Zahlen sind abgerundet, Millionen Einwohner. Davon waren ungefähr fast 600.000 Rumänen, 37,42%, 387.000 deutsche Banater Schwaben, die seit dem 18. Jahrhundert hier sind, und Banater Berglanddeutsche, 24,50%, 284.000 Serben ungefähr, die unter dem Patriarchen Arsenij III. ab dem Jahre 1690 ins Banat nördlich der Donau umgesiedelt sind, 17%, fast 18%, und 142.152 Ungarn, 15,3%, unter anderem waren dann auch noch Karaschowenes, Slowaken und Ruthener. In der Provinz, im Banate, also zwischen Maros, Theiß, Donau und den Karpaten, hatten sich im ersten halben Jahrhundert der habsburgischen Herrschaft Formen des Zusammenlebens entwickelt, die die Provinz von gravierenden ethnischen Spannungen verschont haben und dem Status der Provinz als Kronland zu verdanken sind, indem es keine privilegierte Stände gab, wie in Siebenbürgen, keine privilegierte Ethnien und keine privilegierte Religionen gab, mit Ausnahme der illyrischen Privilegien, die aber eine andere Bedeutung hatten. Wir haben also von Anfang an zwei verschiedene Provinzen mit zwei verschiedenen politischen Situationen. In der Bukowina, ehemals irgendwann Teil des Fürstentums Moldau, die 1774-76 unter die Herrschaft Habsburgs gelangt ist, ab 1859 Herzogtum, lebten im Jahre 1910 über 800.000 Einwohner. Im Jahre 1780 waren es nur fast 80.000. Davon waren 305.000 Ruthener, also 38%, 273.000 ungefähr Rumänen, also 34%, 168.000 Deutsche, deutschsprachige, ja, und 13% der Gesamtbevölkerung, ungefähr 95.000, waren Juden. Auch hier registrierten die privilegierten Stände und Religionen nicht. Das Land war besonders freundlich mit der jüdischen Bevölkerung, die eine wahre kulturelle und wirtschaftliche Blüte in der Provinz erlebt hatte.
In Bessarabien, das zu Russland gehörte, seit dem Jahre 1812, als es im Frieden von Bukarest Russland angeschlossen wurde und folglich unter Zarenherrschaft stand. Hier lebten 2.600.000 Einwohner, davon waren 1.500.000 Rumänen, 64% die Zahlen. 45.000 sehen Sie Russen, über 200.000, 220.000 Ukrainer, 42.000 Litauer, Kosaken, Juden, Deutsche, eine große Anzahl von Juden, dann 72.000 Deutsche, Bulgaren, Gagausen und so weiter. Minderheiten lebten noch in der Dobruja und im Quadrilater, aber auch in Bukarest und in anderen Städten. Es war eine komplizierte Lage. Diese Provinzen beabsichtigte, die Regierung aus Bukarest anzuschließen, zu vereinigen. Mit Ausnahme Bessarabiens waren es wirtschaftlich besser entwickelte Provinzen als Rumänien selbst. Der Lebensstandard war besser als in dem alten Regat. Besonders das Banat, wo eine konkurrenzfähige Bergbau-, Hütten- und Textil- und Lebensmittelindustrie existierte, die Landwirtschaft massiv Getreide exportierte, ein sehr dichtes Eisenbahnnetz existierte und die Provinz mit Mitteleuropa und auch mit dem Donauhafen Basiasch verband, ebenso in Siebenbürgen mit seinen siebenbürgisch-sächsischen Handwerkszentren, die in die industrielle Phase übergegangen sind, dem traditionellen Handel mit der Walachei und der Moldau, seine Kohlen- und Goldbergwerke, seinem Eisenbahnnetz und seiner Universität. Und nicht zuletzt die Bukowina, die eine beträchtliche wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung seit 1875 existiert, hier die Franz-Josef-Universität in Czernowitz, an der unter anderem auch Josef Schumpeter, aber auch so mancher Rumäne gelehrt hat. Jedoch das Hauptargument im Falle des Banats und Siebenbürgens war das Demografische, die rumänische Mehrheitsbevölkerung, was auch fast in der Bukowina und in Bessarabien gültig war. Die Vereinigung oder der Anschluss. Nach dem Völkermanifest Kaiser Karl I. vom 16. Oktober 1918 an meine getreuen österreichischen Völker, in dem es hieß, Österreich soll dem Willen seiner Völker gemäß zu einem Bundesstaat werden, in dem jeder Volksstamm auf seine Siedlungsgebiete und sein eigenes staatliches Gemeinwesen bildete, entstanden die Nationalräte. Aber schon dieser Text enthält auch die Ursache, warum die Rumänen auf dieses Manifest nicht so reagiert haben, wie man erwartet hatte. Und zwar in demselben Text steht, diese Neugestaltung, durch die die Integrität der Länder der heiligen ungarischen Krone in keiner Weise berührt wird, soll jedem nationalen Einzelstaat seine Selbstständigkeit gewährleisten. Das war nicht möglich, wenn diese Integrität der ungarischen Länder der ungarischen Krone nicht berührt worden sind. Und das hat auch die Rumänen dann sofort davon, sagen wir, abgehalten oder abgeschreckt. Stellte sich für die Völker der Monarchie, folglich auch für die Rumänen, die auf dem Gebiet Ungarns lebten, die Frage ihrer Zukunftsgestaltung von nun an. Der Krieg war für die Monarchie verloren und die Rumänen aus dem Banat und aus Siebenbürgen wollten, wenn sie das Kaiserhaus als Stütze verloren hatten, nicht zu Budapest gehören. Diese geistige Haltung sollte die rumänische Regierung aus Bukarest ohne Zurückhaltung ausnützen. Rumänien hatte aber ein formelles Problem. Am 7. Mai 1918 hatte die rumänische Regierung den Separatfrieden mit dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn unterschrieben. Und es wäre fast so weit gekommen, dass es nicht zu den Siegermächten gezählt wurde. Doch am 10. November 1918, einen Tag vor dem Waffenstillstand vom 11. November, mit einem mit Hilfe der französischen Militärmission neu organisierten Heer, trat Rumänien wieder in den Krieg ein und konnte so an den Friedensverhandlungen von Versailles teilnehmen. Vorher mussten aber Fakten geschaffen werden, denn die Rumänen waren nicht der einzige Staat, der diese Provinzen erwünschte und auch nicht der einzige, dem die Entente einige von diesen versprochen hatte. Das Banat mit seinen Industrieanlagen war außer von Rumänien von Serbien beansprucht, auch ein Agrarland und auch ein industriell unterentwickeltes Land. Dass es auch im Namen der Entente ab November 1918 militärisch in Besitz genommen hatte. Ebenso wollte es Ungarn weiterhin besitzen, so dass man hier so weit gegangen ist und sogar eine autonome Banate Republik ausgerufen hat, und zwar am 31. Oktober 1918, noch unter ungarischer Oberhoheit. Siebenbürgen als Träger der ungarischen Staatsidee war selbstverständlich von Ungarn gewünscht. Die Bukowina war von den Ukrainern in Anspruch genommen und Bessarabien, nachdem die Autonomie und dann die Unabhängigkeit ausgerufen wurde, in Bessarabien existierte die Gefahr, dass die Bolschewiki die Provinz der neuen Sowjetmacht unterstellten. Von rumänischer Seite ging, also vom rumänischen Staat aus, ja, ging man mit Hilfe von zwei Methoden voran. Eine, man organisierte, so, das ist jetzt das Rumänien nach dem,
Man organisierte in den Provinzen Nationalversammlungen, sogenannte Nationalversammlungen, oder ließ die gesetzgebenden Versammlungen die Vereinigung mit Rumänien proklamieren. Bessarabien im März 1918, der sogenannte Svatul Țării, der Landesrat, die große Nationalversammlung von Karlsburg-Alba Iulia am 1. Dezember 1918, die eine enorme organisatorische Leistung der Siebenbürger Rumänen waren, wo sich in Karlsburg 100.000 Personen versammelt hatten und diese Vereinigung mit Rumänien proklamierten. Interessant, dass die ungarischen Staatsbahnen den Transport der rumänischen Delegierten damals unterstützt hatten. Also eine der Methoden war diese. Die zweite war, gleichzeitig drang jedoch das rumänische Heer in Siebenbürgen ein und rückte sukzessive über die im Waffenstillstand zwischen Ungarn und der Entente abgeschlossenen Vereinbarungen am 13. November 1918, also über die Demarkationslinie, die dann beschlossen wurde, sie rückte über die Demarkationslinie vor, um dann militärisch die Dinge definitiv für sich zu entscheiden, als das rumänische Heer im Auftrag der Entente die Räterepublik aus Budapest bekämpfte. Also es ist ein kluges Ausnutzen einer internen Situation, einer internationalen Situation und der militärischen Lage. Wir müssen vier Dinge hervorheben. Eins, in Siebenbürgen existierte der Wille der rumänischen Bevölkerung, sich von Ungarn loszutrennen und unter gewissen Bedingungen den Anschluss an Rumänien zu erreichen. Dabei muss man sagen, dass am Anfang des Krieges der Zusammenbruch der Monarchie nicht vorausgesehen war und auch die politische Zukunft der Rumänen im Habsburgerreich diesen absolut nicht unwahrscheinlich vorkam. Ja, also es gab wenige Schriften und es gab auch wenige Einstellungen, dass da so rasch etwas geschehen könnte. Aber im Laufe des Krieges und insbesondere gegen Ende des Krieges, als die Lage sich veränderte, hat sich dann auch die Geisteshaltung der Rumänen verändert. Zweitens, in der Bukowina war die Lage etwas verschieden. Die Rumänen, die etwas weniger zahlreich als die Ukraine waren, hatten sich im Nationalkongress durchgesetzt. Ein Nationalkongress, den die Rumänen damals kontrollierten. In Bessarabien entschied man sich viertens relativ schnell für die Einigung, aber auch unter der Bedrohung der kommunistischen Gefahr. Und viertens, während im Falle Siebenbürgens die rumänischen Truppen die Karpaten überschritten hatten, aber nicht am 1. Dezember in Karlsburg waren, in Alba Iulia waren, wurden die Entscheidungen in Czernowitz und in Chișinău in Anwesenheit der rumänischen Truppen in beiden diesen Städten getroffen. Also dieses Element haben wir auch, das dann den Druck ausübt, um eine gewisse Entscheidung zu forcieren. Es waren also drei Elemente, die die Einigung begünstigt hatten. Die internationale Lage, die Niederlage der Mittelmächte und der Zusammenbruch der Habsburger Monarchie. Zweitens, der Wille der Rumänen aus Siebenbürgen, sich in einer neuen staatlichen Struktur zu integrieren. Und drittens, das militärische Eingreifen Rumäniens. Dazu und in diesem Sinne kam dann später auch die Rolle der Entente, die Entente Rumänien und seinem Heer zugewiesen hat, in einer eventuellen Auseinandersetzung mit den Sowjets und präzis die Rolle, die Rumänien gespielt hatte, in der Vernichtung der Ungarischen Räterepublik. Nun galt diese neue politische Lage, die Einigung dieser Provinzen mit Rumänien auch internationale Anerkennung zukommen zu lassen. Dies ist während der Pariser Friedenskonferenz geschehen, wo Rumänien wegen dem Separatfrieden von Mai 1918, wie gesagt, ursprünglich fast die Chance verpasst hätte, zu den Siegern gerechnet zu werden. Was dann doch nicht geschehen ist, auch wegen dem Interesse Frankreichs, und das ist auch sehr wichtig, im Osten und Südosten Europas einen Verbündeten zu haben, genauso wie es 1856-59 war, der im Osten die Zersplitterung des mitteleuropäischen Wirtschaftsblocks vorantreiben, nicht neu gestalten zu lassen, in der Lage gewesen wäre. So, die Anerkennung der Vereinigung, des Anschlusses. Wichtig war die Tatsache, dass an der Pariser Friedenskonferenz, ja, anhand der 14 Punkte von Präsident Woodrow Wilson, man bemüht war, einen juridischen Rahmen der politischen und territorialen Maßnahmen, die von den Staaten nach dem Ersten Weltkrieg durch das Prinzip der Selbstbestimmung der Völker genommen wurden, zu sanktionieren, zu erlassen. Mit anderen Worten versuchte man, eine offizielle Form des Kontextes nach dem Zerfall der Imperien zu geben. Europa bekommt nach dem Ersten Weltkrieg ein neues Gesicht, das durch den Zerfall der großen Imperium im Zentrum und Osten, Österreich-Ungarn und das Russische Kaiserreich, neue Nationalstaaten gegründet wurden. Wie Österreich, Ungarn, Polen oder andere Staaten sind
vergrößert worden, Rumänien, die Tschechoslowakei, Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Für den vier Großen war es wichtig, eine gewisse Form der Scheinbarkeit zu sichern und der Scheinbarkeit der Anwendung der Prinzipien der Selbstbestimmung der Völker durchzusetzen. Aus diesem Grund hat man verschiedene Expertenkommissionen gegründet, auch die Länder hatten diese, die versucht haben, dann auch zu argumentieren, warum man diese Länder in diesen Ländern es erlaubt, das zu machen, was sie gemacht haben, also sich zu vergrößern, sich zu vereinigen, sich neu gestalten und neu zu konstruieren. Ich gehe regelrecht ganz einfach nicht nur auf die konkreten Verhandlungen ein, will nur erwähnen, dass sicher sowohl die Amerikaner als auch die Briten hatten es dann geschlussfolgert, dass Siebenbürgen zu Rumänien gehören müsste. Ja. Ebenso hat man versucht, dann mit diesen Wilsonschen Prinzipien zu argumentieren, dass die Volksversammlungen in den jeweiligen von Rumänen bewohnten Provinzen Bessarabien, Bukowina und Siebenbürgen sind schon 1918 zustande gekommen und das Wilsonsche Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker wurde von diesen angenommen und anhand von diesen Prinzipien hat man auch gehandelt. Anhand dieses Prinzips hat die rumänische politische und kulturelle Elite aus Bessarabien, der Bukowina und aus Siebenbürgen den Landesrat von Chișinău, den Nationalen Kongress aus der Bukowina, von Czernowitz und die große Nationalversammlung von Alba Iulia als repräsentative Institutionen gebildet. Ziel war es, den kollektiven Willen der Rumänen nach dem Prinzip der Nationalitäten zu vertreten, sagten sie. Aus einer juristischen Perspektive aber waren die Vereinigungsentscheidungen von 1918 eigentlich hatten sie keine juridische Rechtfertigung, keine rechtliche Basis. Der amerikanische Historiker Charles Seymour meint, indem er sich darauf bezieht, als die Friedenskonferenz eröffnet wurde, gehörte die österreich-ungarische Monarchie der Vergangenheit an. Also konnte man diese Prinzipien anwenden. In weniger als einem Monat wurde das künstliche Zement, der die zerstreuten Teile des Reiches zusammenhielt, zermalmt. Die Kaisertreue hatte sich aufgelöst, die Rumänen sind als Befreier in Siebenbürgen einmarschiert. Sie sehen, das ist jetzt sicher eine andere Perspektive und die ist übernommen worden von den rumänischen Historikern, die immer nur aus dieser Perspektive sprechen. Es ist so teilweise, es hat aber auch viele andere Aspekte. Es war sicher eine sehr den Rumänen wohlwollende Meinung des amerikanischen Historikers. Rumänien und ihre Eliten sahen sich am Ende des Ersten Weltkrieges als ein nationaler, einheitlicher Staat, welcher alle von Rumänen bewohnten Territorium umfasste. Das merkt man auch in der Argumentation, die ein Komitee der rumänischen Gemeinde aus Paris im Mai 1918 gegen den Separatfrieden von Bukarest protestierte. Und zwar in demselben Sinn schreiben sie, die Freiheit der Nationen und der Bürger ist als, nennen sie heilig, keine Kraft und kein Vertrag dürfen einem Volk das Recht auf nationale Einheit und Unabhängigkeit nehmen. Jeder Vertrag, der diese unauflösbaren Rechte ignoriert, hat keinen Bestand vor der Geschichte. Das ist wahr, aber er ist nur aus einer einzigen Perspektive in Betracht genommen worden, angewendet worden. Sicher ein anderes Argument für die Vereinigung war die Kriegsteilnahme Rumäniens. Rumänien hat an dem Krieg teilgenommen, auch wenn es den Separatfrieden unterschrieben hat. Und nun musste die rumänische Delegation in Paris sich durchzusetzen. Am 1. Februar 1919 stellte Ionice Brătianu die Denkschrift Rumänien bei der Friedenskonferenz die territorialen Forderungen vor, mit der Betonung der Tatsache, dass er im Namen des Rechtes auf nationale Einheit Rumäniens spricht. Nachdem er die Ursachen des Separatfriedens erklärt hatte, brachte er historische Argumente für jede der neu angeschlossenen Provinzen, Bessarabien, Bukowina, Siebenbürgen und das Banat. Er verlangte für Rumänien die Anerkennung von Grenzen, welche die administrative, politische, wirtschaftliche Einheit als auch die Entwicklung des nationalen Bewusstseins sichern können. Als Folge des Selbstbestimmungsrechts der Völker und der Entscheidung der Rumänen aus den Provinzen, die jahrhundertelang unter fremder Herrschaft, sagt Brătianu, standen, Teil von Rumänien zu sein, sollte die Friedenskonferenz die Vereinigung des Königreichs Rumänien mit den anderen rumänischen Provinzen und dem neuen Nationalstaat de jure erkennen. Brătianu brachte diese Frage wieder ins Gespräch, als man über Details des Vertrages von Saint-Germain verhandelte mit Österreich. Ja, und zwar im Falle der Grenzen, die er jetzt mit
der Integrierung der Provinz Bukowina. Brătianu konnte sich durchsetzen. Er drohte mit dem Verlassen der Konferenz, hat es dann auch getan. Es ist ihm gelungen, einen anderen Premierminister einzusetzen, eine andere Delegation zu schicken, und zwar den neuen Premierminister, das war dann nach den Wahlen Alexandru Vaida Voivod, der aus Siebenbürgen stammte, der ursprünglich dem Kreis um den Erzherzog Franz Ferdinand angehört hatte, der Abgeordnete war in den Gremien aus Österreich-Ungarn und der einen anderen Umgang hatte mit dieser Bevölkerung. Und er ließ diesen dann den Vertrag von Saint-Germain-en-Laye unterschreiben, so dass die Bukowina dann zu Rumänien gekommen ist. Aber in dem Vertrag waren dann auch die Bestimmungen, die den Schutz der Minderheiten verankerten. Wie gesagt, Brătianu verweigerte die Kontrolle der Großmächte über die Kleinstaaten, aber nicht eine Kontrolle des Völkerbundes. Er sagte, Rumänien versteht, die größten Freiheiten den ethnischen und konfessionellen Minderheiten zu geben, aber ist nicht einverstanden mit Beschränkungen seiner Rechte als souveräner Staat. Er sprach im Namen der Unabhängigkeit des rumänischen Staates. Sie sehen, auf einmal haben wir aus einem kleinen Staat, den ich Ihnen am Anfang vorgestellt habe, praktisch imperiale Ansprüche eines Premierministers, der noch gar nicht über die ganzen Ressourcen der Provinzen verfügt, die er sich wünscht. Und wie gesagt, einerseits wird dann die Bukowina Rumänien zugesprochen, und zwar durch den Friedensvertrag von Saint-Germain im Artikel 59 heißt es, Österreich verzichtet für seinen Teil zugunsten Rumäniens auf alle Rechte und Ansprüche, auf denen diesseits der Grenzen Rumäniens, wie sie später noch durch die alliierten und assoziierten Hauptmächte festgesetzt werden, gelegenen Teile des ehemaligen Herzogtums Bukowina. Sicher, durch den Vertrag von Trianon, von dem wir am Anfang an als Titel erwähnt haben, wird dann das Siebenbürgen, das Banat, die Marmarosch und die Bihara Gegend Rumänien zugesprochen. Hier wird auch im Artikel 47 des Vertrages festgesetzt, dass Rumänien erkennt, Ungarn verzichtet für seinen Teil zugunsten Rumäniens auf alle Rechte und Ansprüche auf die Gebiete der ehemaligen österreichischen Monarchie, die jenseits der Grenzen Ungarns liegen, wie es im Artikel 27 so bestimmt, und durch diesen Vertrag oder durch irgendwelche anderen zur Regelung der gegenwärtigen Angelegenheiten abgeschlossenen Verträge als Teile Rumäniens anerkannt werden. Das sind die, sagen wir kurz gefasst, die Art und Weise, wie die Provinzen zu Rumänien kommen. Jetzt will ich einige Sachen sagen über die Art und Weise, wie es intern geschehen ist. In der Nationalversammlung von Alba Iulia am 1. Dezember 1918, und da will ich Ihnen auch einen kurzen Text vorlesen, damit wir verstehen, was danach geschehen ist, nimmt diese Nationalversammlung eine Resolution an und bestimmt, dass das neue Rumänien und diese Nationalversammlung verspricht den Minderheiten die volle nationale Freiheit für alle mitwohnenden Völker. Jedes Volk wird sich in seiner eigenen Sprache durch Personen aus seinen Reihen bilden, verwalten und richten. Und jedes Volk wird das Recht der Vertretung in den gesetzgebenden Körperschaften und in der Regierung des Landes im Verhältnis zur Zahl der Personen, aus denen es besteht, erhalten. Ebenso wird versprochen, gleiche Berechtigung und völlig autonome konfessionelle Freiheit für alle Glaubensbekenntnisse im Staat. Dieses Versprechen wird garantiert dann etwas später durch den Minderheitenschutzvertrag der Westmächte mit Rumänien vom 9. März 1919, in dem Rumänien sich verpflichtet, die in Artikel 2 dieses enthaltenen Bestimmungen als Grundgesetz anzuerkennen. Und zwar sagt der Vertrag, die rumänische Staatsangehörigkeit wird rechtmäßig schon durch die Tatsache der Geburt auf rumänische Gebiete für jede Person erworben, die keine andere Staatsangehörigkeit für sich geltend machen kann. Alle rumänischen Staatsangehörige, sagt Artikel 8, sind vor dem Gesetz gleich und genießen ohne Unterschied des Volkstums, der Sprache oder der Religion die gleichen bürgerlichen Rechte. Ebenso sagt man im Artikel 11, Rumänien erklärt sich damit einverstanden, dass den Gemeinschaften der Segler im Osten Rumäniens, hier diese grüne Gegend, der Segler und Sachsen, der Siebenbürger Sachsen, unter der Kontrolle des rumänischen Staates in Religions- und Schulwesen die örtliche Autonomie gewährt wird. Ja, ebenso erklärte sich Rumänien einverstanden, dass diese Bestimmungen und Verpflichtungen unter der Garantie des Völkerbundes gestellt werden.
Wie stehen die Minderheiten dazu? Ja? Diese Minderheiten kannten den Begriff Minderheiten bis dann nicht. Das waren Nationalitäten. Auf einmal werden sie Minderheiten. Sie werden sogar noch mitwohnende Minderheiten. Ja? Der Begriff verändert sich bis in die kommunistische Zeit in mitwohnende Nationalitäten. Also wir sehen immer wieder, ist der Versuch, den umzuschreiben und zu definieren. Die Ungarn. Zur großrumänischen Staatsidee hatten die Ungarn nur wenige Alternativen. Und diese selbst waren von dem Zusammenbruch der Monarchie, der Astenrevolution und die ungarische politische Elite auf andere Ziele konzentrierte, sodass die ältere Idee der Einheit Großungarns in einer Donaukonföderation von Anfang an dem Trend der Kleinstaaterei den Platz machen musste. Ausgehend von der Bewahrung der Einheit des historischen Ungarn, ausgehend von der Frage, ob es als großungarischer Kleinstaat geeinzelt werde und das Selbstbestimmungsrecht ungeteilt ausüben werden könne und so die späteren Voraussetzungen für ein späteres donaustaatliches Staatenbündnis erfüllen kann. Bis Oktober 1918 kam für die ungarische Aristokratie die Diskussion über die staatsrechtliche Zugehörigkeit Siebenbürgens und der nicht in Frage. Jedoch mit dem immer stärker werdenden Druck der rumänischen Abspaltungstendenzen sollte sich das verändern und von der Akzeptanz der kirchlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und administrativen Selbstverwaltung dann zu kantonalen Autonomien mit dem Ziel der Vereinigten Donaustaaten, Oskar Jassy, und im November 1918 ein kantonal umgestaltetes Ungarn und in dem bis zur endgültigen Entscheidung der Pariser Friedenskonferenz die Verwaltung der rumänischen Mehrheitsgebiete dem zentralen rumänischen Nationalrat zu überführen. Es war ein siebenbürgisches Provisorium, dieser Plan, der am 13. November 1918 in der Nebschawa erschienen ist. Und es war praktisch das Maximum, das die ungarische Elite akzeptieren konnte. Wie standen die anderen Minderheiten zu dem? Also es war klar eine Absage von den rumänischen Ansprüchen. Die Ungarn hatten, das habe ich vielleicht nur kurz noch zu sagen, versuchten da auch eine große Versammlung zu organisieren, eine große Versammlung in Klausenburg im Dezember 1918 mit 40.000 Personen aus 28 Komitaten, aber sie konnten sich da nicht durchsetzen. Die Deutschen aus der Bukowina haben die Vereinigung zugestimmt, unter gewissen Bedingungen. Sie haben aber im Moment auch keine andere Wahl gehabt. Ebenso reagierten die in Bukarest lebenden Siebenbürger Sachsen am 9. Dezember 1918, also sehr rasch. Auch die Siebenbürger Sachsen haben schnell erfasst, dass es für sie eine Opportunität sein kann, dem magyarischen Nationalismus zu entkommen und stimmten am 9. Januar 1919 für die Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien. Aufgrund des, sagen sie, Selbstbestimmungsrechts des der Völker, dem inneren Rechte, sagen sie, des rumänischen Volkes auf Vereinigung und Staatenbildung. Für das sächsische Volk, das über Jahrhunderte eine verfassungsmäßige Selbstverwaltung, die ihm widerrechtlich entzogen wurde, und zwar mit den übrigen deutschen Volksgenossen im neuen Staate, waren die Karlsburger Beschlüsse eine Gewähr, dass jedes Volk in seiner Sprache und durch seine Söhne leiten, unterrichten, verwalten, rechtsprechen und in Gesetzgebung und Regierung entsprechend vertreten werden kann. So dass die Sachsen dann schon im Jänner auch für die Vereinigung gestimmt hatten. Schwieriger war es für die Banater Deutschen, die Schwaben, die Berglanddeutschen, diese zu überzeugen. Die Banater Schwaben waren einem intensiven Magyarisierungsprozess ausgesetzt gewesen, sodass ihre Eliten in großem Maße kulturell magyarisiert waren. Es zeichneten sich drei Richtungen aus, die Gemäßigten um Dr. Kaspar Muth und Prälat Franz Blaschkowitz, die für den Verbleib im Rahmen des ungarischen Staates waren. Die radikalen Deutschnationale aus dem Umfeld des Alldeutschen Verbandes, die sich langsam für einen Anschluss an Rumänien äußerten. Und die Sozialdemokraten, die eine eigene Republik haben wollten, alle drei Richtungen wollten aber ein ungeteiltes Banat. Wie war die Realität zuletzt dann? Die Realität war so, dass Rumänien die Provinzen in Besitz genommen hat und Sie sehen hier das neue Großrumänien, die sogenannte Romania Mare, mit einer Bevölkerung, die auf 18 Millionen Einwohner gestiegen ist. Davon sind Rumänen 12 Millionen, also wir haben ungefähr 28% von nun an Minderheiten. Die größte Minderheit sind noch immer die Magyaren mit 1,4 Millionen Einwohner. Ein großer Teil ist bis zur Volkszählung von 1930 ausgewandert. Es waren verschiedene Formen, besonders Eliten sind ausgewandert, aber auch andere Kategorien qualifizierter Teile der ungarischen Bevölkerung. Die Deutschen sind massiv angestiegen, und zwar durch die Tatsache, dass die Deutschen aus Bessarabien, aus der Bukowina, aus der Dobrudscha, aus dem Altreich und Siebenbürgen und dem Banate dazugekommen sind, wird es jetzt eine Zahl von fast 800.000. Ebenso die Juden, die kommen auch auf fast 800.000, und dann die anderen Bevölkerungen, die sie
hier sehen können. Wie hat der rumänische Staat mit seinen neuen Bürgern, wie ist mit diesen umgegangen? Einmal wurden die Kriegsanleihen nicht eingelöst. Dies betraf besonders die Personen, die, deutsche und die, ungarische, die der deutschen und der ungarischen Minderheit angehört hatten und während des Krieges Anleihen gemacht haben, geborgt haben. So, dass die finanziellen Verluste insbesondere diese Kategorie betrafen. Zweitens, die Agrarreform von 1921, die den rumänischen Soldaten schon während des Krieges versprochen wurde, führte zur Verteilung von 66% des Großgrundbesitzes an kleine und besitzlose Bauern. Die unterschiedliche Form der Anwendung der Agrarreform, die unterschiedliche Art, wie man den Boden abgemessen hat in Hektar oder in Joch, die unterschiedliche Art, wie groß die Flächen waren, die man enteignete, die unterschiedliche Art, in der man bezahlte, in Kronen oder in Lei, hat dazu geführt, dass die Siebenbürger Sachsen und die Banater Schwaben etwas weniger, was sie eher mittelmäßige Bauern waren, große Verluste erlitten haben. Insbesondere die Kirche der Sachsen hatte viel, die Nationsuniversität hatte viel verloren, über die Hälfte des gesamten Besitzes. So, das kann man fast von einer Enteignung sprechen. Und drittens wäre einiges zu sagen über die Verfassung von 1923. Eine Verfassung, die sicher in der Form eine moderne demokratische Verfassung war und eine liberale Verfassung sein sollte. Doch die Bestimmungen des Minderheitenschutzvertrages nicht aufgenommen hatte und in dem auch außer den rumänischen Staatsbürgern nicht von Minderheiten spricht und nicht von Nationalitäten spricht. Also es war eine, sagen wir, Veränderung der Haltung der politischen Faktoren aus dem damaligen Rumänien, die es so weit gebracht haben, dass sie diesen Staat wie einen Nationalstaat und wie einen zentralisierten Nationalstaat organisiert hatten. Dazu kamen die Schulgesetze, die ebenso, wenn sie teilweise in der Biharer-Gegend viele neue deutsche Schulen gegründet wurden durch den rumänischen Staat, eben um die magyarisierten Schwaben wieder zu verdeutschen und dem ungarischen Element, sagen wir, eine Gruppe wegzunehmen, sind die Schulen dann größtenteils unter die Kontrolle des Staates gestellt worden und sie sind auch unter die Kontrolle, auch die konfessionellen Schulen sind teilweise unter die Kontrolle des Staates gestellt worden. Auch da haben wir ein Phänomen, das, in dem der Staat eingreift. Trotzdem ist es interessant, während dieser Zwischenkriegszeit ist in Banate, in Siebenbürgen, haben wir es mit einem Aufleben, sagen wir, des kulturellen, des geistigen Lebens der Banater Schwaben und der Siebenbürger Sachsen zu tun. Und das ist schwer zu erklären, wenn einerseits, sagen wir, Maßnahmen getroffen werden, in denen die Schulen teilweise eingeschränkt werden in ihrer Entscheidungsfreiheit und andererseits, wenn dieses kulturelle Aufleben stattfindet. Vielleicht nur noch zwei Ideen. Auch das Verwaltungsgesetz von 1925 sicherte die rumänische Vorherrschaft in der Verwaltung. Und zwar 2/5 der Stadt- und Gemeinderäte wurden ernannt nach diesem Gesetz. Nur 3/5 frei gewählt. So konnten auch die Städte mit starkem Minderheitenanteil rumänische Majoritäten geschaffen, in diesen Städten rumänische Majoritäten geschaffen werden. Wenn dies nicht gelang, konnte die Regierung die Stadt- und die Gemeinderäte auflösen und Interimskommissionen einsetzen, wie zum Beispiel in Hermannstadt und in Schäßburg, so dass im Jahre 1933 in Hermannstadt zum ersten Mal in seiner 800-jährigen Geschichte ein nicht-deutscher Bürgermeister ins Amt eingesetzt wurde. Und jetzt stellt sich eine Frage. Einerseits ist dieser Staat gegründet worden. Auf derselben Seite sind die politischen Faktoren aus Bukarest oder die politischen Entscheidungsträger aus Bukarest darauf, ziehen sie einen einheitlichen Nationalstaat zu gründen, wie sich Rumänien nach seiner Verfassung auch heute definiert. Andererseits aber haben wir, ja, das einmal. Es stellt sich die Frage, warum ist das geschehen? Warum hat zum Beispiel der Nationale Rat, Zentralrat der Rumänen aus Siebenbürgen, der für fast einem Jahr lang Siebenbürgen wie eine Regierung mitregiert hatte, warum hat dieser Nationale Zentralrat der Rumänen aus Siebenbürgen das zugelassen? Einmal, weil er selbst von dem Zentrum aus Bukarest eigentlich ausgeschaltet worden ist aus der großen Politik. Ja? Man hat die siebenbürgischen Politiker nach Bukarest angelockt, hat weiter Premierminister gemacht, hat andere Minister hingebracht und hat dann diese lokale Autonomie eigentlich eingeschränkt. Also nicht nur gegen die nationalen Minderheiten war da eine Aktion
der, eine zentralisierende Aktion Bukarest, sondern auch gegen die eigene rumänische Bevölkerung aus Siebenbürgen, die orthodox oder griechisch-katholisch waren. Warum ist das geschehen? Ich glaube aus zwei Gründen. Einmal hat Langewische schreibt in einem seiner schönen Bücher, sagt er, eine Nation kommt zur Staatsbildung in dem Augenblick, in dem es Krieg führen kann. Rumänien hat das 1878 bewiesen, hat es 1918 mehr oder weniger bewiesen. Ich glaube, einerseits ist in den Köpfen der damaligen politischen Führer Rumäniens die imperiale Idee entstanden. Sie haben sie ganz einfach übernommen. Sie wollten die Welt nicht verändern, sondern wollten das übernehmen, was bei anderen existiert hatte. Und zweitens ist ein anderes Argument, und das, glaube ich, ist das Entscheidende. Es war der sofortige ungarische Revisionismus, der gleich nach Trianon eingetreten ist und der massiv gegen die Entscheidungen von Trianon gehandelt hat, in der Presse, in der Wirtschaft, durch eine gewisse Propaganda, die gesteuert war vom Staat, im Lande selbst, in der Haltung der ungarischen Politiker aus Siebenbürgen, so dass da die Befürchtung existierte, dass man diese Provinz verlieren könnte, wenn man nicht genügend, das sind die Verträge, die habe ich nicht nur gesagt, also Bukowina, die Grenze Rumäniens, Ion Bratianu, der Premierminister, das Königspaar, und ich wollte Ihnen, ja, und zeigen, so dass bis 1940 die Befürchtung der rumänischen Regierung doch eingetreten ist und der nördliche Teil von Siebenbürgen durch den zweiten Wiener Schiedsspruch an Ungarn abgetreten worden ist. Sicher, dann haben sie auch den Teil von Bukowina und Bessarabien an die Sowjetunion verlangt. Also wir haben zwei entgegengesetzte, sagen wir so, Kräfte in diesem Lande. Wir haben einmal die Rumänen aus Siebenbürgen und aus den Provinzen, die vereinigt worden sind. Wir haben die Minderheiten, die zu diesem Lande dazukommen, und wir haben aus Bukarest selbst die starken politischen Kräfte, die die Chance wahrnehmen, wirtschaftliche Entwicklung schnell zu haben durch die Provinzen, die sie nehmen, die die Chance haben, eine regionale Rolle zu spielen. Diese Idee der regionalen Macht spielt immer wieder in den Köpfen der rumänischen Politiker, auch 1913, auch nach dem Ersten Weltkrieg, auch nach dem Zweiten, auch vor kurzem, vor einigen Jahren war da ein rumänischer Präsident, der äußerte sich so. Und letztendlich ist es dann sicher die Angst des Verlierens, dass man das verliert, was man sich angeeignet hatte. Man muss es andererseits sagen, es ist die Entscheidungen durch die Verträge waren eigentlich, wenn man sie aus purer demografischer Sicht betrachtet, waren sie korrekt. Alle anderen Elemente, die man dazu zählen könnte, darüber kann man sprechen. Darüber wird auch viel gesprochen, sind Bibliotheken geschrieben worden. Aber ich glaube, ich habe Sie genug lange mit diesem Thema heute beschäftigt. Danke.